Herzlich willkommen zur ersten Folge von Spotted Japan. Neue Musik aus Japan trifft auf den Freiburger Maler Thomas Kitzinger. Und auf den ersten Blick hat das eine und das andere nichts miteinander zu tun. Aber auf den zweiten Blick, wenn die Unterschiede rauskommen, dann wird es spannend. Doch dazu später mehr. Wir beginnen im Ensemblehaus Freiburg, werden im Laufe dieser ersten Folge den Ort wechseln und schließlich die neue Ausstellung der Paul Ege Art Collection, kurz PEAK, besuchen. Spotted Japan, unter diesem Titel hatten wir ursprünglich ein Konzert geplant, das aus bekannten Gründen leider nicht stattfinden kann. Wir haben uns entschieden, trotzdem zu spielen und das Ganze hochwertig und hoffentlich kurzweilig aufzunehmen. Sowohl die Musik als auch die Bilder brauchen Zeit zum Anhören, zum Hinschauen, zum auf sich wirken lassen. Also macht's euch gemütlich, macht euch einen Tee und dann kann's losgehen. Das Ensemble Recherche hat sich für euch auf die Suche gemacht und hat für die erste Folge drei Stücke aus Japan gespottet, also entdeckt. Und genau um diese Entdeckung geht es in der Konzertreihe Spotted. Wir wollen in der globalen Gegenwart nach lokalen Besonderheiten suchen. Wir fragen uns, gibt es hier einen Bezug zur Tradition? Und wenn ja, was ist eigentlich Tradition? Immer wieder begegnen wir dabei unseren eigenen Vorurteilen. Und je länger wir suchen, desto bunter, vielfältiger und ja, uneindeutiger wird es. Ich gehe jetzt mal rein. Unsere MusikerInnen sind schon im Proberaum und nehmen auf dem Weg noch einen ungleichen Vergleich mit. Für diejenigen, die öfter hier sind, normalerweise steht im Eingangsbereich ein Tisch mit der Abendkasse. Normalerweise liegt hier das Ticket. Ein Ticket für ein Konzert mit dem Ensemble Recherche kostet 20 Euro. Aktuell steht hier auf einem Notenständer eine Flasche Desinfektionsmittel. Literpreis 23 Euro. Genau das, kein Konzertticket, sondern eben Desinfektionsmittel für 23 Euro, sagt eigentlich schon ziemlich viel über den aktuellen Zustand. Aber zurück nach Japan. Wir beginnen mit einem Stück von Toshio Hosokawa, in Deutschland vielleicht der bekannteste japanische Komponist. Zu Freiburg hat er einen engen Bezug, denn er hat hier in den 80ern studiert. Und wir spielen jetzt ein Stück Vertical Time Study One, in dem sich Hosokawa, der Titel sagt es ja schon, mit der Zeit beschäftigt. Einzelne Aktionen, keilförmig, durchschneiden einen ansonsten eher gleichförmigen, ruhigen Zeitfluss. Hosokawa schrieb 1995, das ist 3 Jahre nach der Entstehung des Stückes, "Ich suche nach einer neuen Musik, die ein Abenteuer ist. Ich suche nach einer neuen Musik spiritueller Kultur und Musik des japanischen Volkes, mit der ich sowohl mir selbst als auch meiner Herkunft treu bleibe." Thank you.
Thank you.
Unsere Klarinettistin Shisui Oka hat mir erzählt, dass in Japan im Musikunterricht vor allem westliche Musik unterrichtet wird. Und auch was Notation betrifft, traditionelle japanische Musik ist schließlich eine notierte Musik mit äußerst komplexen Zeichen. Auch was Notation betrifft, wird ausschließlich westliche Notation unterrichtet und benutzt. Die musikalische Ausbildung bezieht sich also auf die westlich-europäische Tradition. Und mit diesem Wissen müssen wir auch das folgende Stück von Akira Ito hören, dessen Titel »Alle abends durchsehen« ein Zitat aus einem Beethoven-Tagebuch ist. Oder vielmehr aus einer japanischen Übersetzung von einem Beethoven-Tagebuch. Der Übersetzer schreibt, dass der Abschnitt nur eine fragmentarische Notiz sei und dass es schwer zu übersetzen ist. Alle abends durchsehen. Ich muss zugeben, dass ich selbst keine Ahnung habe, was das bedeuten soll. Und um dieses Gefühl von Lost in Translation zu vervollständigen, über dem Stück steht die Tempoangabe ASMR. Der Komponist schrieb mir, dass das äußerst wichtig für sein Stück ist. ASMR bezeichnet die Erfahrung eines kribbelnden, angenehm empfundenen Gefühls auf der Haut und wird ausgelöst durch Trigger in Form von akustischen, visuellen oder taktilen Reizen. Zum Beispiel solche Videos sind auf YouTube millionenfach hochgeladen worden und erreichen ein weltweites Publikum, die diese Videos als Einschlafhilfe oder zur Entspannung benutzen. Der junge japanische Komponist Akira Ito hat dieses weltweite Internetphänomen oder eigentlich eher die Klänge der ASMR-Trigger auf die Bratsche übersetzt. Das Stück wurde für unseren Bratschisten Paul Beckett geschrieben. Es ist druckfrisch und ihr erlebt jetzt die Video-Uraufführung. Unser Bratschist lebt in England und kann leider gerade nicht nach Deutschland reisen. Paul hat das Stück daher zu Hause aufgenommen und während Paul Beckett in England ein japanisches ASMR-Stück mit Beethoven-Zitat spielt, fahren wir durch Freiburg und sehen uns gleich bei Peak.
Grüß dich, Julia. Hallo, Clemens. Herzlich willkommen im Peak-Museum. Ja, schön, dass wir da sind. Ich freue mich auch, dass ihr hier an der Heimatstätte der Paul Eger Art Collection, einer privaten Kunstsammlung in Freiburg, zu Besuch seid. Das Recherche ist immer gern gesehen bei uns. Ja, und wir sind immer gern hier. Und ich hatte zu Beginn ja schon ein bisschen gesagt, wie spannend ich finde, dass jetzt die Malereien von Thomas Kitzinger auf diese japanische Musik treffen. Und also ich muss sagen, die Unterschiede hatte ich ja schon betont, aber jetzt treten sie besser zutage. Man sieht irgendwie, wie sich Thomas Kitzinger so an einer Sache abarbeitet. Und wir haben verschiedene Komponistinnen und Komponisten. Und mir fällt es schwierig, das Japanische zu fassen, weil das so unterschiedlich ist. Aber vielleicht können wir jetzt, wo wir diese wunderschönen Bilder haben, vielleicht können wir da jetzt einen Blick drauf werfen und du kannst mir ein bisschen meinen Blick auch schärfen. Ja, sehr gern, das tue ich. Tatsächlich haben wir ja eine sehr privilegierte Situation heute hier. Wir haben ein Konzert und gleichzeitig eine Ausstellungspreview. Wir dürfen ab dem 24. Mai hier wieder unsere Türen öffnen für die Besucher. Und ich freue mich sehr, dass ich dich ein bisschen in die Ausstellung und in das Werk von Thomas Kitzinger einführen darf. Tatsächlich ist es eine besondere Schau, weil wir zeigen von ihm ausschließlich aus einer Werkserie arbeiten, die seit 2008 entsteht. Es ist eine Work-in-Progress-Geschichte, die bis heute fortgeführt wird und umfasst insgesamt weit über 100 Gemälde mittlerweile. Davon zeigen wir hier eine Auswahl von 60, wovon wiederum 30 explizit für unsere Ausstellung entstanden sind. Wir sind in Planung seit über 2 Jahren. Mhm. Es ist eine Serie, die ausschließlich menschliche Köpfe zeigt, wie man hier im Hintergrund sehr gut sehen kann. Das sind Verwandte, Freunde, Künstlerkollegen, Bekannte, die er aufgrund von fotografischen Vorlagen malt, sehr detailgetreu. Das sieht man in einer ganz bestimmten Ästhetik. Wir sprechen gerne vom Passbild, weil es der Ausschnitt ist, den wir auch selber kennen, wenn wir uns in einen Fotoautomaten setzen. Genau, so abgeschnitten, nichts drumherum. Das ist sozusagen das Motiv, was man hier immer wieder sieht. Sehr genau gemalt, sodass, wenn du die Personen im wirklichen Leben kennst, du sie durchaus auch wiedererkennen könntest. Darum geht es Thomas Kitzinger aber gar nicht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist dann auf diesen Bildern zu erkennen? Und das würde ich dir gerne im nächsten Raum etwas näher zeigen. Je länger man nämlich hinschaut, merkt man, dass sich diese Einzigartigkeit der Personen, der Individuen, letztlich auflöst in der Menge. Also wir erwarten ja von einem Porträt, dass man genau denjenigen erkennt, der dort zu sehen ist. Das tut man hier, aber gleichzeitig gibt es immer Attribute, die eine Person, einen Menschen sozial kodieren. Das wären in dem Fall Schmuck, eine Brille oder bei Frauen die Schminke. Das ist hier alles weg. Wir können letztlich die Person an sich gar nicht erkennen. Das heißt, es geht nicht um einen Wiedererkennungswert bei dieser Malerei. Worum geht es dann? Wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass Haare, Augen, Nase, Mund, Ohren, all das sich letztlich auflöst in Farbflächen und Strukturen, in Malerei an sich. Denn was ist eigentlich Malerei? Malerei ist Farbe, die auf einen Träger aufgetragen wird, in einer bestimmten Art und Weise. Jetzt lass uns doch in den nächsten Raum weiterziehen zur Musik. Wir treffen jetzt auf Christian Dierstein, Schlagzeuger des Ensemble Recherche, der uns eine Uraufführung des jungen japanischen Komponisten Wataru Mukai geben wird. Und ich möchte im Vorfeld mit ihm kurz über dieses riesige Schlagzeug sprechen und ihn fragen, woher kommen denn die Instrumente, was ist daran japanisch? Also zur Zusammenarbeit muss man vielleicht sagen, oder der Zusammenstellung der Instrumente, dass der Wataru war bei mir im Studio vor einem guten Dreivierteljahr. Ich kannte ihn schon von Darmstadt her, von Darmstädter Ferienkurse, da hat er ein Stück geschrieben über verschiedene Genderfragen und hat im Grunde genommen ein kleines Musiktheaterstück gebaut. Und jetzt kam er zu mir ins Studio und ich war eigentlich dafür präpariert, dass er jetzt lauter kleine Plastikspielzeuge wieder verwenden will. Aber ganz im Gegenteil, er hat gesagt, er will eigentlich relativ traditionelle Instrumente und hat sich so ein bisschen durchgefragt. Das ist häufig so, dass Komponisten kommen und eine Klangvorstellung haben und dann sagen, ich würde gern Holzklänge haben, hohe und dann lieber tiefe. Und dann haben wir quasi Instrumente ausgesucht, also Holzklänge, hohe Holzklänge, dann tiefe Holzklänge. Und die Instrumente sind so ein bisschen, das sind einerseits afrikanische Schlitztrommeln, das ist eine afrikanische Glocke,
Das sind hier drüben zwei sehr hohe japanisch-chinesische Holzblocks. Dann hier drüben verschiedene Maracas. Hier drüben hinten steht eine japanische Shimedaiko, das ist eine japanische kleine Trommel. Klangschalen, tibetanisch-japanisch. Das ist japanischer Bambus, von einer Kollegin mitgebracht, der inzwischen hier in diesem Set dann auch Verwendung gefunden hat. Große Trommeln, Tom-Toms, eher so die, würde ich sagen, die klassische, traditionelle europäisch-amerikanische Instrument. Und hier eine Sammlung an Gongs, balinesisch und thailändische Gongs. Und vielleicht dazu zu sagen, dass er hat sich das alles zusammengesucht, hat die Instrumente gefunden in meinem Raum und hat die dann auch abfotografiert, sodass ich danach auch wusste, für was er genau schreibt. Und daraus hat er das Stück entwickelt. Und das Stück hat den Titel Bleib besonnen, seid wachsam, wenn ich mich nicht irre. Ja. Was hat es damit auf sich? Klingt ja nicht japanisch erstmal. Klingt gar nicht japanisch, ist ein Bibelzitat. Er ist verständlicherweise, in Japan gibt es nicht viele Christen, aber ein Freund von ihm ist ein Christ und er hat dieses Zitat von ihm gelernt. Und das hat natürlich mit der Corona-Zeit was zu tun, weil er das genau in dieser Zeit geschrieben hat. Also ab Mitte März war er an dem Stück am Arbeiten, deshalb der Titel, also es bleibt besonnen, seid wachsam, muss man nicht weiter erklären in dem Zusammenhang. Aber es hat auch einen spielerischen Kontext, weil dieser erste Teil, der ist sehr komplex, weil die rechte Hand was komplett anderes macht wie die linke Hand. Das sind wie zwei verschiedene dicke Dinge. Er hat das auch mal beschrieben, es wäre wie eine Marionette. Das heißt, man ist quasi so im Grunde genommen am Agieren. Die eine Hand weiß nicht, was die andere Hand tut. Und es erfordert von dem Spieler eine unglaubliche Wachsamkeit. So, und aber gleichzeitig eine bestimmte Ruhe. Deshalb seid besonnen, bleibt wachsam. Das Stück entwickelt sich dann immer mehr und wird immer einheitlicher und wird vielleicht auch, gibt dann einen kleinen, eher esoterischen, stillen, ruhigen zweiten Teil. Und dann geht es in den dritten Teil, der sehr mechanisch wird und sehr aktiv ist. Vielen Dank, wir sind gespannt. Viel Spaß beim Spielen und viel Spaß beim Zuhören.
Und das war auch schon die erste Folge von Spotted Japan. Die zweite Folge seht ihr hier ab dem 27. Mai online. Und wir freuen uns, dass die Ausstellung von Thomas Kitzinger im Peak Museum bereits ab Sonntag, den 24. Mai, geöffnet ist. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das Video liked, wenn ihr es kommentiert oder teilt. Und natürlich wären wir sehr dankbar, wenn ihr die Wertschätzung unserer Arbeit auch durch eine Spende zum Ausdruck bringt. Vielen Dank fürs Zuschauen.